Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP hier. Wir sind jetzt bei Azraels Gefängnis angekommen. Und wir müssen den Strahl umkehren, so dass uns das gut passt. Natürlich nicht so. Müssen jetzt wieder kurz warten. Weil wir müssen den Einstrahl da rein dingsen. Wir müssen natürlich erstmal treffen. Und dann muss der Strahl auf den Kopf. Und ich glaube, dazu müssen wir ihn hier ansetzen. Und ich glaube, wir ziehen dann genau auf den Kopf. Oder sind wir zu tief? Wir sind zu tief. Ah, da ist noch ein Ding. Okay. Weg! Wo ist das Ding? Da. Die Strahlen. Naja. Leite die Strahlen. Boom! Jawoll! Schön! Wir haben den zweiten Kopf. Das Universum ist krank, Reiter. Der feurige Rat weigert sich, das zuzugeben. Aber jene, die genau hinschauen, sehen das. Wir mussten etwas tun. Ein offener Angriff auf das Dunkle Reich würde bedeuten, den Pakt zu brechen. Was du vorschlägst, ist Wahnsinn! Azrael, das Böse verfinstert jeden Winkel der Schöpfung. Und der Himmel wartet? Der Rat bindet uns die Hände. Wer ihn in Frage stellt, zweifelt am Schöpfer. Meinst du wirklich, du weißt es besser? Ja, alter Freund. Weiß ich. Wenn die Siegel gebrochen sind, wird die Hölle ihre Auserwählten schicken, um den Krieg zu erklären. Ihre Anführer werden sich an einem Ort versammeln und dort werden wir der Bestie den Kopf abschlagen. Die Höllenwache steht bereit. Aber das Brechen der Siegel wird den Endkrieg auslösen. Das Reich der Menschheit ist noch nicht stark genug. Die Erde wird vernichtet werden. Nein, es wird keinen Krieg geben, Azrael. Wir werden die Dunklen zerschlagen, bevor er beginnen kann. Der Pakt ist ein heiliges Abkommen. Selbst wenn wir siegen, werden wir uns dem Zorn des Rates aussetzen. Sie werden ankommen und die Siegel intakt vorfinden. Und es wird unser Wort, das Wort des Himmels, gegen das des Prinzen der Lüge stehen. Verstehst du jetzt? Die Siegel werden neu gegossen. Alle werden glauben, dass die Legionen der Hölle angegriffen haben und durch uns der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Zum Ruhme des Lichtes wirst du es tun. O Azrael, du alter Narr. Wir haben alle bis auf eines gebrochen. Abaddon befahl, dass das letzte Siegel nicht beschädigt werden darf. Er hat es persönlich verteidigt. Bist du sicher? Ohne Frage. Wir haben es gewagt, die Reiter nicht mit einzubeziehen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir es müssten, bis es zu spät war. Und doch muss ich jetzt den Preis für euren Betrug zahlen. Verrat! Krieg! Finde heraus, wer daran beteiligt ist! Lass sie bezahlen! Fang mit diesem an! Nein. Na, du verweigerst dich dem Willen des Rates? Du hast die Beichte des Engels gehört. Mein Dienst für den Rat ist beendet. Wir haben dich geschaffen. Du gehörst uns. Du bist nicht fertig, bis du den Zerstörer gefunden und erledigt hast. Gleichgewicht, weißt du noch? Steh auf. Azrael lebt, bis er nicht mehr von Nutzen ist. Danach
wirst du deine Pflicht erfüllen. Das klingt alles sehr spannend. Und jetzt müssen wir wieder da irgendwo nach oben kommen, wo wir schon vorhin waren. Yay! Ja. Oh, das ist alles nach oben gedingst, ne? Kann ich da gar nicht mehr so drauf springen oder doch? Letzter Strahl. Ah, ja. Bin ich frei. Oh, hallo. Wie witzig. Hier komme ich nicht durch. Nun gut. Ein letzter Strahl. Bin ich frei. Ich weiß. Ich weiß. Nur ich muss herausfinden, wo ich jetzt erstmal hin muss. Ich glaube, ich muss da irgendwo diese Kiste finden. Die muss ich selbstverständlich souverän öffnen. Indem ich sie geöffnet habe, kann ich da in diesen Schlüsselraum. Und ich glaube, da finde ich den letzten Gargamel-Kopf. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wo die Kiste ist. Da unten waren wir, oder? Geh mal hier rein. Ja, hier waren wir schon, ne? Das war doch da, wo wir waren. Der Aufzug. Oder sehen die gleich aus? Das wäre natürlich super bescheuert. Da ist das Feueremblem-Teil. Okay, gucken wir gleich mal, was da oben ist. Da oben? Wie komme ich da oben hin? Das sieht auch interessant aus, da unten das. Ich weiß aber nicht, ob ich so hoch komme. Hier war ich ja gerade, ne? Das hat mir ja nichts gegeben. Ja, da war ich gerade eben. Nein, da wollte ich nicht runter. Ich will in das andere. Letzter Strahl, dann bin ich frei. Besser. Die können ausgehen. Brauchen wir erstmal nicht. Ein letzter Strahl. Ja, ich weiß, ich muss erstmal wissen, wie ich in den nächsten Raum komme. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Keinerlei Hinweis. War ich da gerade drauf? Ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. Geht die Tür auf? Oder ist sie verschlossen?
Sie geht auf. Okay. Gut, hier war ich noch nicht. Eindeutig, hier war ich noch nicht. Absolutely fucking not. Da setze ich mir mal ein Portal hin. Ich glaube, da müssen schwache Portale hin, weil ich da sonst so durchfliege. Und dann kann ich da chillig nach oben. Wenn ich so ein süßes da hinsetze. Ich würde gerne so fliegen. Ist hier so. Ah, fast. Ich hole mir das Secret da hinten noch. Das hole ich mir noch geflogen. Jetzt ging es natürlich nicht. Ah, wenn ich dann fliege, dann muss ich einmal drücken und dann geht's. Okay. Ah, durchspringen, drücken. Kläglich versagen. Okay, scheiß drauf. Oh nein, nicht da. So, und jetzt springen wir durch, like a boss, und haben es geschafft. Sweet Lemonade, oh sweet Lemonade. Dip, 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 dip. Gehen wir ganz entspannt runter, locker flockig, kein Stress, keine Panik auf der Titanic. Wir benutzen die Treppen wie zivilisierte Reiter. Aber wo sind die anderen drei? Die Gammler. Die sind nicht gekommen, nur wir sind gekommen. Jetzt muss ich die ganze Scheiße hier ausbaden. Wir platzieren schon mal eins, weil ich denke... Ich werde... das da brauchen. Sieht das nicht besonders vielversprechend aus? So, Freunde. Nun sind wir hier angekommen. Und... das bringt uns im Großen und Ganzen nichts.
Ich versuche jetzt mal durchzufliegen, wenn er jetzt nach rechts guckt. Ja, okay, hier ist nichts. Good to know. Sind wir wieder hier? Okay, ich glaube, das ist ein Safety-Exit mäßig so, dass falls wir uns verlaufen, dann kommen wir wieder hier hin. Aber was sollen wir hier? Was sollen wir hier? Wir müssen ja dieses Feuerteil irgendwie kriegen. Das brauche ich. Aber irgendwie sind wir hier, ich glaube, falsch. Oder sind wir hier super richtig? Weil da hinten sehe ich halt auch nichts, was mir weiterhelfen könnte irgendwie. Da komme ich nicht. Ich habe eine Idee. Aha. Boah, das muss man jetzt aber gut timen. Ich glaube, das war well done. Ich glaube, da ist aber einfach nur eine Kiste. Hey, aber es hat geklappt, immerhin. Teil der Abgrundsrüstung. Okay. Das Ding ist, ich muss mir jetzt das Teil holen, da durchspringen im richtigen Moment und der übelste Player sein. Okay, das mit dem Springen können wir nicht machen, dafür haben wir keine Zeit. Aber können den Scheiß da durchwerfen und hoffen, dass er da hinten kleben bleibt. Müssen nur timen, genau wann und wie. Zu spät. Zu hoch. Hier ist ja auch ein Portal.
Ah, ja, okay, gut. Dann machen wir das jetzt so. Hier eins drauf. Dann sind wir hier durchgekommen. Das war der Safety Exit. Jetzt können wir das da durchwerfen. Ich will es mir aber auch immer schwer machen mit dem Time und so. Ja, hat ja gut geklappt. Nice. Okay. Jetzt können wir hier einfach zurück. Setzen wir hier oben ein Portal. Ja, ja. Und dann in der nächsten Folge werden wir da souverän durchspringen, natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.